Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen Spitzengespräch. Toll, dass Sie dabei sind. Omid Nuripur von den Grünen ist heute mein Gast. Er ist der mit Abstand beste Rapper im Deutschen Bundestag und wird das hier gleich auch unter Beweis stellen. Er ist Eintracht Frankfurt Ultra, wenn nicht gar Hooligan. Und als Experte für Außenpolitik hofft er in diesen Tagen wie alle Experten für Außenpolitik darauf, der neue Bundesaußenminister zu werden. Soweit alles richtig, Herr Nuripur? Absolut. Ja? Total. Wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Danke für Ihren Besuch. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Wir reden erstmal über das, was zumindest in Berlin alle beschäftigt, die Sondierung für eine neue Bundesregierung. Und ganz ernsthaft die Frage, bei all dem, was Armin Laschet in diesen Tagen über sich hören muss, von Twitterern, von Journalisten, von Parteifreunden, haben Sie ein wenig Mitleid mit ihm? Ehrlich gesagt, ja. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt ihm hilft, wenn man jetzt öffentlich erklärt, dass man Mitleid hat mit ihm. Aber das ist ein Exempel für die Härte dieses Geschäfts und für die Schnelllebigkeit. Wie man aus so einem Loch dann wieder rauskrabbeln soll, das würde ich gerne sehen. Ich wünschte mir sehr, unabhängig davon, wie diese Sondierungen aussehen, dass wir im demokratischen Spektrum Parteien haben, die funktionabel sind und nicht die ganze Zeit einander zerfleischen. Das ist für das ganze System von Relevanz. Und da ist die Person Armin Laschet als Vorsitzender der CDU natürlich eine Schlüsselfigur. Was schätzen Sie denn an ihm? Weil derzeit wird ja überhaupt nicht darüber geredet. Laschet hat sehr, sehr lange ist es her, Pionierarbeit geleistet für eine offene Gesellschaft, hat Bücher geschrieben, die überhaupt nicht vereinbar waren damals mit dem Kurs, den die Union normalerweise gefahren hat zum Thema Einwanderung, zum Thema Integration. Das ist aber in den 90ern gewesen. Da hieß es, mit Beckstein geht gar nichts, aber mit Laschet kann man wenigstens reden. Und da hat er war einer der Gründe, warum es zum Beispiel sowas gab wie die Einwanderungskommission, wie es sowas gab wie eine Süßmutkommission. Also da hat er sehr viel auch hingekriegt. Allerdings ist das jetzt über 20 Jahre her. Es sieht aktuell auch nicht so aus, als würde er der nächste Bundeskanzler. Trotzdem, Ihre ehrliche Einschätzung als Charakter, als Person, hätte er das Zeug gehabt, Bundeskanzler zu sein? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß man bei niemandem vorher. Das wird sich erst weisen müssen. Und auch bei Frau Merkel war das so, dass als sie gewählt wurde, Schröder hatte seinen Wahlkampf damals aufgebaut auf ein Urteil, das da hieß, sie wird es nicht können, also müsst ihr mich wählen, 2005. Und im Nachhinein muss man sagen, dieses Urteil war falsch. Die Frau hat sehr vieles aus meiner Sicht nicht gut gemacht. Ich bin nicht ihr Fan. Aber dass sie definitiv mehr als dafür gerüstet war, Kanzlerin zu sein, das hat sie schon gezeigt. Wie beobachten Sie aus der Ferne als interessierter Beobachter das Verhalten von Markus Söder im Wahlkampf, vor dem Wahltag, aber auch danach? Na, wir verhandeln ja jetzt mit FDP und SPD. Und Söders erste Reaktion ist, damit ist Jamaika tot. Ja. Damit ist er der Einzige, der da das haben wir, glaube ich, auch einen Tweet, wo er das auf den Punkt gebracht hat. Sie hatten das ja, Grüne und FDP, gar nicht so klar gesagt. Sie sagen, wir reden jetzt erstmal tatsächlich in dieser Dreierkonstellation. Das heißt aber nicht, dass wir auch nochmal über Jamaika reden, oder? Ich glaube, dass... Was bezweckt Söder damit? Ich glaube, dass das die größte Schwierigkeit der Union zurzeit ist, dass die Innereien wichtiger sind als die Frage, wie man für dieses Land eine Regierung hinstellt. Wenn sie das abgestellt bekommen, dann können wir sicher noch mal weiter miteinander reden. Aber genau diese Tweets zeigen, dass es erhebliche Kräfte gibt, die das nicht wollen. Wenn man mich fragt, willst du Ampel oder Jamaika, dann wäre meine Präferenz eindeutig Ampel. Aber der Grund dafür ist nicht nur die inhaltliche Nähe zur SPD, sondern auch, weil wir die letzten Wochen erlebt haben, dass die CSU jetzt nicht unbedingt es einfacher machen würde. Und deshalb muss man sehen, wie die Union sich weiterentwickelt. Wir bleiben dabei, die FDP ja auch, wir machen Jamaika nicht zu. Wir reden jetzt mal mit der SPD, auch weil es da zurzeit einfacher geht, um zu gucken, wo die Reise hingeht. Und der Trend ist deutlich Richtung Ampel. Aber Jamaika machen wir nicht zu, wenn die es nicht zumachen.
Bei den Vorsondierungsgesprächen, die es bisher gab, auch die Union hat mit ihrer Partei geredet, die Union hat auch mit der FDP geredet, da gab es Berichterstattung über die jeweiligen Treffen, die vertraulich sein sollten. Der Kollege Johannes Vogel von der FDP hat das als erster quasi angeprangert. Auch da haben wir einen Tweet vorbereitet, da sagt, es gab vergangenes Wochenende 3 Sondierungsgespräche, an denen ich für die FDP teilgenommen habe. Aus 2 liest und hört man nichts. Aus 1 werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen. Das fällt auf, liebe Union, und es nervt. Glauben Sie, dass das, was der Kollege Vogel, aber auch viele andere beklagt haben, ein wichtiger Faktor war dafür, jetzt erstmal mit der SPD zu reden? Jein, weil auf der einen Seite es Indiskretion immer überall mal gegeben hat. Jetzt in diesen Zeiten nicht. Wir haben nicht nur die Grünen, sondern die anderen, die bisher geredet haben, waren diszipliniert und haben auch gezeigt, dass sie handlungsfähig sind. Das ist bei der Union zurzeit anders. Deshalb ja, das ist sicher ein Faktor, aber das entscheidet es nicht. Wir sind hier jetzt in der Berliner Blase und Ihr Job ist, rauszubekommen, wie intern besprochen wird. Und mein Job ist, theoretisch zu verhindern, dass es passiert. Und da geht halt auch mal was schief. Allerdings hat das relativ große Methode, was gerade in der Union passiert. Und das ist schon erschreckend. Na gut, die Vorstandssitzungen aus dem Frühjahr, die wurden ja quasi im Livestream bekannt. Also was vermuten Sie? Da suchen jetzt mal gemeinsam nach dem, also Berlin sucht den Maulwurf. Ich hätte hier ein paar Kandidaten im Angebot. Da müssten Sie mal sagen, oder wir können ja mal gemeinsam beraten, wie wahrscheinlich das ist. Wen haben wir? Na, haben wir natürlich als Ersten. Könnte es sein, also die Maulwurf-Wahrscheinlichkeit, sagen wir es so. 50%, 60%? Ich glaube, bei dem ist es unter 50%, weil er macht sich selber da dafür Leute. Deshalb, das bringt es, glaube ich, auch in toto nicht viel. Richtig ist, dass die Krise der Union darin besteht, dass sie in erster Linie gerade die innere Machtfrage klären müssen. Es sieht aus, als wäre die Machtfrage im Frühjahr nicht geregelt worden und da gäbe es einfach zu viele, die jetzt aufräumen wollen. Und das macht sie gerade so schwierig. Herr Nuripur, die Maulwurf-Wahrscheinlichkeit von ihm hier. Das könnte auch ein Interesse daran haben, das platzen zu lassen. Nee, das Ding ist ja, deren Dilemma besteht ja, wenn ich es richtig sehe, darin, dass es einfach ein Konglomerat gibt an Interessen, die jetzt so überkreuzt liegen, dass viele in Verdacht kommen, in dem Augenblick, in dem was geleakt wird, sofort die Cui Bono-Frage beantworten zu müssen. Wem hat es denn was genützt? Mhm. Und das ist halt ein Problem. Vielleicht haben wir noch einen Kandidaten. Markus Blume. Wenn er es gemacht hat, dann sicher in Absprache mit seinem Chef. Okay, ich glaube, 2 haben wir noch. Wie gesagt, es gab ja mehrere Runden, die ohne die Union stattgefunden haben. Da hat Johannes Vogel einfach einen Punkt und da gab es keine Indiskretion. Okay, wäre natürlich ganz trickreich, aber... Ja, auch, das ist ein bisschen auch, Basic Instinct-Logik. Die letzte Kandidatin scheidet auch aus als Maulwurf. Klar. Okay, hätten wir das geklärt, also die Wahrscheinlichkeit ist klar. Kann man eigentlich sagen, über die jetzt zuerst mal das Glück miteinander versuchen, FDP, SPD und Grüne, dass die größte unbestrittene Gemeinsamkeit die Offenheit gegenüber dem Kiffen ist? Ne, es gibt noch ein paar. Aber ja, dass wir legalisieren wollen, die Polizei entlasten wollen, die Justiz entlasten wollen und das wird die FDP wahrscheinlich nicht ganz so laut zugeben, aber auch dann dementsprechend die Staatseinnahmen mit dieser Maßnahme vergrößern können. Ja. Also wenn die Ampel kommt, wird auch die Legalisierung von Marihuana zum Beispiel kommen. Es wird natürlich, wir werden über Gesetzesvorlagen miteinander streiten, aber alle 3 Parteien haben es immer gesagt und ich hoffe, das passiert jetzt. Sie haben angedeutet, es gibt noch mehr. Was ist aus Ihrer Sicht wirklich der mögliche Kern einer solchen Ampelzusammenarbeit, was ist das Gemeinsame und Verbindende? Ganz ehrlich, ich glaube, das Verbindende muss sein, dass es ein gleichschenkliges Dreieck gibt an Vertrauen. Und es wird aufgebaut werden müssen. Es ist nicht zwingend da. Vor 4 Jahren ist vieles kaputt gegangen mit der zwischen FDP und uns, als Jamaika geplatzt ist. Jetzt gilt es, dass wir das wieder irgendwie aufgerichtet bekommen. Aber es wird nicht funktionieren in einer Konstellation, in der 2 versuchen, den anderen über den Tisch zu ziehen, egal wie rum. Mhm.
Und deshalb gilt das, und deshalb ist dieses Dreiertreffen so wichtig, gilt es, dass man zusammenkommt und schaut, ob man wirklich die gleiche Augenhöhe miteinander herstellen kann. Es gibt viele Menschen, denen ihr Kernanliegen, der bessere, der massive Klimaschutz sehr, sehr wichtig ist, die gleichzeitig bezweifeln, dass das in dieser Konstellation möglich ist. Olaf Scholz hat sich nicht gerade als größter Klimaschützer bisher hervorgetan. Die FDP hat wirklich ein komplett konträres Klimaschutzprojekt. Haben Sie da Fantasie, wie das zusammenkommen kann und dann nicht nur ein fauler, ein magerer, ein schwacher Kompromiss dabei am Ende rauskommt? Ich glaube, dass wir erstens einen Kriegsbeil vielleicht mal begraben sollten. Es gab viele Reden von Christian Lindner vor der Wahl, in denen er gesagt hat, die einen wollen Staat beim Klimaschutz, wir wollen Markt beim Klimaschutz. Das ist in der Frontstellung nicht richtig. Wir werden ohne den Markt, ohne Anreize auf dem Markt, ohne dass wir die Wirtschaft, die Technologie, Anreize schaffen und mitnehmen, nicht ausreichend hinbekommen. Aber es gibt halt sehr viele Bereiche im Klimaschutz, wo es keinen Markt gibt, wo der Staat auch tatsächlich reingreifen muss und wo der Markt auch bis heute nicht funktioniert hat. Also dieses sowohl als auch ist, glaube ich, neuralgisch bei diesen Kompromissfindungen. Nicht nur, aber allen voran bei uns auch und für uns auch beim Klimabereich. Es geht nicht darum, einzelne Maßnahmen jetzt sakrosant zu stellen, aber was zentral ist, ist, dass wir die Klimaziele erreichen. Und mit dem, was bisher geleistet worden ist für den GroKos der letzten Jahre, ist es nicht leistbar gewesen. Sie wollen nicht über Einzelmaßnahmen reden, aber eins können wir, glaube ich, festhalten, dass ein Tempolimit kommt, ist so gut wie sicher, oder? Das weiß ich nicht. Ich wünsche mir das sehr. Und ich kann auch an die Kolleginnen und Kollegen... Kostet nichts, bringt aber viel, müsste doch eigentlich klar sein. Ja, bringt viel. Also und trotzdem skeptisch, höre ich daraus. Ich bin bei jeder einzelnen Maßnahme, die man jetzt prophezeit, skeptisch, weil am Ende drei verschiedene Parteien zusammensitzen und hart miteinander ringen werden. Und dann kann es sein, dass die eine Maßnahme gegen die andere gestellt wird. Es ist dringend notwendig, dass wir aus diesem Dreierclub auf der Welt aussteigen, wo es kein Tempolimit gibt. Und das sind Deutschland, Nordkorea und Syrien. Und deshalb ist dieser Freiheitsbegriff, der sich damit immer verbindet, durch so manche Rhetorik auch der Liberalen mir schleierhaft. Verstehen Sie aber nicht. Aber wir müssen diskutieren. Aber sag mal, wenn die FDP Ihnen in ganz wichtigen Punkten entgegenkommt, dann sagen Sie, komm, dann lassen wir euch eure Tempofreiheit. Ist das denkbar für Sie? Es hängt vom Gesamtpaket ab, das weiß ich wirklich nicht. Was ich, will ich aber noch ein Thema ansprechen darf, was auch sicher kontrovers sein wird, ist die FDP, das teilen wir miteinander, hat im Wahlkampf erklärt, warum dieses Land modernisiert werden soll. Die Infrastruktur, müssen Investitionen rein. Wir brauchen, ein Job von mir als Außenpolitiker ist, ich treffe haufenweise Botschafterinnen und Botschafter, vor allem neue. Da gibt es einen Running Gag, ich frage die, wie kommst du hier mit dem Handyempfang klar in Berlin-Mitte, und die kriegen wahlweise Wein- oder Lachkrämpfe. Mhm. Egal, ob sie aus Ruanda kommen oder aus Kolumbien, überall ist es besser. Das wollen ja angeblich alle. Richtig, aber das kostet Geld. So, und die Frage ist, wo kommt das Geld her? Und die FDP hat im Wahlkampf gesagt, keine neuen Steuern, keine Steuererhöhung, keine Schulden. Richtig. Ich habe zwar nur hessisches Abitur, aber ich komme nicht hinterher. Deshalb werden wir uns natürlich zusammensetzen müssen, überlegen müssen, wie man das Geld in die Hand nimmt. Die reine Idee einer Entfesselung des Privatsektors wird nicht dazu führen, dass Brücken saniert werden. Das heißt, wenn Sie sich von den ganzen Steuererhöhungen, die Sie und die SPD im Programm hatten, also Erbschaftssteuer, Vermögensteuer plus Einkommensteuer, den Satz erhöhen, wenn Sie da jetzt zugunsten der FDP vielleicht auf ein oder zwei Erhöhungen verzichten müssten, auf welche am ehesten? Das weiß ich nicht. Auch das ist eine Aushandlungssache. Aber das Lustige ist ja... Aber dass es gar keine Steuererhöhung gibt, das halten Sie eigentlich für ausgeschlossen. Ich sage jetzt mal so, wenn kein frisches Geld dazu kommt, werden wir auch diese Investitionen, die dringend überfällig sind, wir können in diesem Land in 2 Jahren alle Funklöcher platt machen. Alle. Das kostet Geld. Wenn wir das Geld nicht in die Hand nehmen, kommen wir auch nicht voran. Und dann wird diese Regierung, egal wie sie auch aussieht, in welcher Farbe, auch nicht geliefert haben. Und dann kann man auch nicht mehr von Aufbruch sprechen. Vermögensteuer gegen Funklöcher? Das funktioniert ja genauso nicht, weil wir brauchen Geld, um die Funklöcher zu stopfen. Ja. Also eine Vermögensteuer erhöhen, wir geben Sie mehr Geld. Also dass wir die Vermögensteuer aufgeben und dafür Funklöcher in Kauf nehmen, das ist, glaube ich, schlecht. Nein, Sie müssten der FDP klar machen, für die Vermögensteuer zu votieren, damit man die Funklöcher platt machen, wie Sie wäre sagen. Eine Lösung, klar. Ja. Ich habe viel über Sie gelesen, Herr Nuripur, und weiß deshalb, was Ihr größter Traum ist. Sie wären am liebsten Fußballtrainer und würden mal
Mannschaften aufstellen. Wahrscheinlich von Ihrem Lieblingsverein Eintracht Frankfurt. Nur. Ja. Okay. Ja, diesen Traum will ich Ihnen fast ermöglichen heute. Wir haben ein Spielfeld und wir stellen heute einfach mal gemeinsam die neue Bundesregierung auf. Oh, also der Kader ist riesig, ja. Sie sehen es, weil theoretisch ist die Union ja noch mit im Spiel. Und deshalb haben wir hier wirklich eine prominente Auswahl. Hier oben Trainer Nuripur, du großer Gott, ja. Darf aufstellen. Und ich kann ja mal die ersten Vorschläge machen. Ich denke mal, dass Ihre Spitzenkandidatin für Sie auch in einer künftigen Regierung wäre, oder? Ja, klar. Okay, dann dürfen wir doch schon mal hier Frau Baerbock hier positionieren. Also wir reden jetzt nicht über Position. Na, das können Sie gerne dazu sagen. Die kriegt die 10 natürlich. Die 10? Ja, klar. Spielmacherin? Ja, klar. Ja, da wird der Scholz sich aber freuen. Herr Scholz oder Herr Laschet, können Sie jetzt sagen? Ich nehme Scholz auf der 6. Okay, wo haben wir den Scholz? Ja, egal. Sehen wir gar nicht. Scholz auf der 6. Was ist mit Wolfgang Kubicki? Ah, hier habe ich auch Scholz. Also ich sag mal, hier mal was Böses sagen darf. Ja. Wir werden ja Champions League spielen müssen. Ja. Das sind 30 Leute jetzt gewesen, wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Hessisches Abitur geht schnell. Man braucht schon einen Großkader für Champions League. Man kommt mit 12 Leuten nicht klar. Trotzdem braucht man erstmal so eine Wunschelf und die anderen können ja dann aushelfen. Der ist links weg, außen. Soll er überhaupt ins links Team? Außen? Links außen. Okay, Kubicki ist auch dabei. Und Kühnert ist rechts außen. Kühnert ist rechts außen. Was ist mit dem Parteifreund Palmer? Können wir den gebrauchen? Wenn alle anderen ausfallen, dann reden wir. Okay, der bleibt erstmal auf der Bank. Hm. Viele wünschen sich Karl Lauterbach als Gesundheitsminister. Platz ist das Ding mit dem Kader ist ja, man macht sich ja erstmal, man geht ja mit denen erstmal trainieren und dann überlegt man, wie man aufstellt. Ne? Ich sag's ja nur. Ja. Ich kann ja nicht mal erstmal. Ja, ist jetzt eine grobe Vorsondierung unseres Kaders. Lauterbach dabei oder lassen wir ihn lieber erstmal auf der Bank? Wir brauchen. Egal wie wir reagieren, wenigstens einen Schwarzen. Ich überlege gerade wen, weil am Ende des Tages gibt es ja auch noch einen Bundesrat. Ja, wir hätten Friedrich Merz im Angebot. Ja, habe ich auch gesehen. Wir hätten Peter Altmaier. Wir hätten Jens Spahn, die Nachwuchshoffnung. Hier die Bildungsministerin, wie hieß sie noch? Karliczek? Ja. So, Sie haben jetzt aber fies. Greifen Sie zu? Die haben bei den Schwarzen jetzt fies zusammengestellt. Das ist echt Laschet? Kompliziert. Ist er nicht wegtransferiert? Sie können auch einen Joker nehmen. Nehmen Doro Bär. Doro Bär, haben wir die dabei? Ja. Wunderbar. Nehmen wir Doro Bär. Ja. Ja? Wohin? Linke Abwehr. Linke Abwehr. Ist aber rechte Abwehr. Ich sag's dir. Linke Abwehr. So, Toni Hofreiter, können Sie mal postieren? Das ist fies, weil eigentlich muss ich ja alle Grünen annehmen. Schon auch ein bisschen realistisch. Okay. Ne? Ein bisschen realistisch. Es gibt ja unterschiedliche Mannschaftsteile, da kommt nicht jeder in Frage. Torwart. Der ist schon der Statur wegen. Sehr gut. Ja, viele haben Angst vor Saskia Esken, Sie auch? Ich weiß nicht, ob die kicken kann. Okay. Ich nehme Johannes Vogel. Johannes Vogel haben wir den. Mhm. Ah ja, da haben wir den auch. Wo kommt der hin? Rechte Abwehr. Rechte Abwehr, sehr gut. Ja, es füllt sich langsam. Wie viel habe ich denn schon aufgestellt? 7. 8 haben wir. So, ich bringe eine neue Option ins Spiel. Omid Nuripur als Spielertrainer. Nein, Platzwart. Okay, Platz. Dann bleiben Sie da außen. Christian Lindner müssen wir, glaube ich, ins Team holen. Ne? Das, ja, ist das aber ein Achter. Achter ist er. Achter, dann schräg hinter Baerbock, richtig. So, Stürmer, hatten wir da schon? Mittelstürmer? Ich habe bei kleine Kinder trainiert in der F-Jugend. Wenn ich so Taktiktafel aufgestellt hätte, ich glaube, die wären alle weggerannt. Okay. Ich sage es ja nur, aber okay. Sie dürfen hier mal auswählen, Göring Eckert oder Özdemir, da müssten wir uns jetzt entscheiden. Das müssen wir aber die anderen nehmen. Sekunde, ich muss mal kurz mal noch. Brauchen ja, also wenn es reicht ja nicht zwei Sozis, die haben ja die Wahl gewonnen. Ach, Sie sind der Trainer. Ach komm, ich nehme doch Karl Lauterbach. Karl Lauterbach nehmen wir, oder? Nehmen wir als Innenverteidiger. Als Innenverteidiger, denke ich auch. Bei der Statur passt das sehr gut. Jetzt fehlen noch 2. Ja. Wo ist Habeck eigentlich? Habeck hätten wir auch im Angebot, aber muss man ja nicht bringen. Doch, den nehmen wir als Stürmer. Mittelstürmer, oder? Ja, klar. Der macht die Sache klar. Genau. Und ja, letzte. Habe ich einen Schwarzen genommen jetzt eigentlich? Ja, ne? Ja, wir könnten aber auch gerne noch Philipp Amthor. Danke, ja. Wollen Sie gar nicht. Habe ich gehört, schon mal. So. Nee, ich hätte gar keinen Schwarzen. Julia Klöckner. Also wenn wir Sie, Doro Bär als Schwarzen. Ich nehme noch einen Wissing auf der zweiten Innenverteidigerposition. Wissing, ja. Also als Wadenbeißer, oder? Ja, ich muss jetzt noch.
Ich muss jetzt noch einmal wechseln. Sie können gerne Kubicki wechseln. Doch bitte raus. Kubicki raus, ja. Ich denke auch. Und ich nehme Kretschmann. Der kommt zwar, ist das jetzt Bundesregierung? Winfried Kretschmann? Der kommt natürlich nicht in die Bundesregierung, aber weil der will nicht. Aber es wäre Ihr Wunsch. Der Kretschmann kann alles. Wunderbar. Das ist Ihr Team. Unfassbar. Ihr Regierungsteam. So, das war jetzt ein wenig wahllos, aber kann funktionieren. Gut, wir reichen das ein zu den Sondierungen als Anregung, würde ich sagen. Dank. Und beschäftigen uns jetzt mal mit Ihnen, Herr Nuripur. Wie für jeden Gast habe ich auch für Sie die rote Box gepackt mit ein paar Gegenständen, die in Ihrem Leben, Ihrer Karriere eine gewisse Bedeutung hatten. Da schauen wir mal rein und beginnen natürlich damit, dürfen Sie sich mal annehmen. Es ist Schuhe. Kennen Sie den Spieler? Ich kenne den Spieler nicht. 24 Schuhe. Bitte. Sorry, ich bin kein Eintracht-Fan. Ich darf das mitnehmen nach der Sendung? Das verhandeln wir noch. Erklären Sie uns, warum ist das was Besonderes? Der Mann ist eine Legende, weil er Kämpfer war. Kämpfer. Mhm. Und weil er den Verein wirklich loyal bis zum bitteren Ende beigestanden hat. Der ist dem Verein immer noch sehr gut verbunden und hat die heiligen Farben extrem. Sie sind leidenschaftlich und gut. Vorsitzender vertreten des Fanclubs die Bundesadler, also Eintracht-Fans im Deutschen Bundestag. Ist im Übrigen für Leute aus der Bundespressekonferenz auch geöffnet. Sie können herzlich damit liefern. Ich habe schon einen Verein, vielen Dank. Welchen denn? Borussia Mönchengladbach. Das tut mir leid. Die krasseste Auswärts... Wir haben einen guten Trainer jetzt. Ja, gratuliere herzlich. Er ist sehr teuer, habe ich gehört. Ich weiß. Die krasseste Auswärtsfahrt, die Sie je gemacht haben? Pokalfinale gegen Bayern. Das sprengt jeden Rahmen, das zu erzählen. Aber Pokal-Endspiel gegen Bayern und dann auch noch gewonnen. Und danach war... Haben Sie es krachen lassen? Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß ja, dass meine Stimmbänder komplett ruiniert waren. Und ich weiß nicht, wie die wieder zusammengefunden haben. Und es war jenseits vom Vorstellbar. Sie spielen auch auf der PlayStation FIFA gerne? Ja, viel. Frankfurt Nacht. Immer? Oder? Ja, klar. Welchen Spieler? Wie, welchen Spieler? Welchen Spieler spielen Sie da am liebsten? Ich spiele die Mannschaft. Die ganze Mannschaft. Die ganze Mannschaft, klar. Schauen Sie, was wir hier haben. Das ist ein gutes Album. Ja? Ich war noch nie Moses Pelham Fan. Das ist ein richtig gutes Album. Sie waren schon je oder noch nie? Ich war noch nie Fan von ihm. Es gibt andere Frankfurter Rapper, die ich großartig Zum finde. Zum Beispiel? Tone. Mhm. Azad. Die Leute aus der Nordweststadt, schöne Grüße. aber das ist ein sensationelles Album, was der großartige Effe, da kann man nicht oft genug betonen, Effe ist ein super Produzent, Wahnsinnsbeats, großartiges Album. Haben Sie schon mal jemanden gesehen, der ein Opel Insignia besingt? Nein. Das ist ein Wahnsinnslied, da alle erzählen, ich habe Porsche, der sagt, ich habe ein Opel Insignia und Liebeslied, das ist unglaublich. Sie haben sich selbst schon als Rapper versucht, ja. MCO mit. Mhm. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, wir schauen mal ganz kurz rein, wie sich das anhörte. Ich sage grün an die Macht, denn nur grün ist aus der Krise. Grün an die Macht, Deutschland braucht eine frische Prise. Right there, aus der Krise, wir grünen, die Grünen können mehr. Also, ich muss die Geschichte zu diesem Video erzählen. Die ist nämlich lustiger als das Lied selbst. Wir haben dieses Lied gemacht, ein Freund von mir und ich, in dem Studio. Dann haben wir das irgendwie irgendwelchen Leuten geschickt. Dann hat die damalige grüne Jugend beschlossen, wir machen ein Video. Dann haben sie es gemacht und online gestellt und uns dann erst den Link geschickt. Und da gibt es, das hat man jetzt nicht gesehen, da gibt es eine Frau, die tanzt und hält sich dabei an einen Müllcontainer fest. Und die ersten Kommentare auf YouTube waren, warum hält sie sich am Müllcontainer fest? Heute ist sie Ministerin in der Landesregierung und macht einen 1000 großartigen Job. Das weiß nur niemand, dass sie das ist. Das ist einfach eine schöne Sache. Da ist sie groß rausgekommen. Ich glaube, die ist durch andere Fähigkeiten da rausgekommen. Wollen Sie mal den letzten Gegenstand selber rausholen? Oh ja. Das ist, falsch rum. Das ist die Flagge der Islamischen Republik Iran, hoch umstritten, auch bei den Iranern, ob das die richtige Flagge ist, weil halt dort Hoheitszeichen der Islamischen Republik drauf sind. Aber ja, da komme ich her. Sie sind im Alter von 13, 1988 war es, mit Ihren Eltern. Dann das lege ich jetzt aber nicht ab. Ne? Also, müssen Sie nicht ablegen. Erzählen Sie uns mal kurz, was Ihren Familienmitgliedern dort im Iran alles widerfahren ist. Sie waren
Jugendfoto von Ihnen? Es sind viele harte Sachen passiert, wobei ich sagen muss, nichts davon ist singulär. Das sind die Geschichten, die mir widerfahren sind, die Geschichten von Generationen, von Menschen. Meine Eltern haben sich, weil sie waren beide Ingenieure im zivilen Luftverkehrswesen, also Flugsicherung auf Deutsch. Und meine Mutter hat ihren Job relativ bald aufgekündigt, obwohl sie eine Pionierin war der Frauenerwerbsarbeit, gerade im technischen Bereich. Die hat 80 Männer unter sich gehabt und die hat dann den Job gekündigt, weil sie ein Kopftuch tragen musste. Heute ist sie gegen Kopftuchverbot, weil sie sagt, der Zwang ist das Problem. Meine Schwester war herausragend intelligent, ist es immer noch, und hat damals auch den Konkurs, es gab sowas wie eine allgemeine Prüfung der Zulassung zum Studium, hervorragend bestanden, durfte aber nicht, weil sie die Ideologieüberprüfung nicht bestanden hat. Ich habe selbst einen Onkel gehabt, der mir Lesen und Schreiben beigebracht hat am Anfang nach der Revolution und Beginn des Krieges, als die Schulen zu waren. Der ist dann mit 17 Jahren erschossen worden, weil er für die falschen Flyer verteilt hat. Aber das sind und wir haben Krieg erlebt, wir haben in Bombenbunkern gesessen und vieles andere mehr. Das ist nicht meine Geschichte, das ist die Geschichte von Millionen von Menschen. Stellen Sie sich denn manchmal die Frage, was aus Ihnen geworden wäre, wenn Ihre Eltern nicht damals mit Ihnen? Ja, klar. Aber die Antwort, ich weiß es nicht. Ich weiß, was ich weiß, ist, dass meine Eltern einen immensen Status und Einkommensverlust hingenommen haben. Es ist normal, man ist obere Mittelschicht in einem Land, kommt dann in ein neues und ist ganz unten. Meine Mutter hat im Kaufhof als Auffüllerin gearbeitet. Mein Vater ist Spedition gefahren. Das war nicht das, was sie gelernt haben. Und die war das auch nicht gewohnt. Das war für sie eine extreme Härte. Das begleitet mich wahrscheinlich den Rest meines Lebens, dass die das so viel aufgegeben haben. Und heute, wenn meine Mutter mich nach dem Wahlabend, wenn ich den Wahlkreis gewonnen habe, anruft und sagt, ich bin so stolz auf dich, dann ist das, das ist sehr, sehr emotional. Der Sohn ist dann außenpolitischer Sprecher der Grünen geworden. Das Trikot dürfen Sie behalten. Und die CD? CD auch gerne. Packen die Kiste mal wieder zu. Lassen Sie uns über Außenpolitik reden. Sie haben neulich über den amtierenden Außenminister Heiko Maas gesagt, dieser leide an armseliger Ambitionslosigkeit. Wäre es aus Ihrer Sicht falsch, wenn Maas auch in der neuen Regierung Außenminister bliebe? Das ist die klassische Frage von Kaffeesatz einer Regierungsbildung. Wir werden miteinander verhandeln und dann werden wir sehen, welche Partei das Amt greift. Und sollte es mit der SPD sein, ich will es ja nicht verhehlen, dass es wahrscheinlich ist, dass es mit der SPD ist, dann werden wir sehen, wer die Partei ist, die das Auswärtige Amt dann besetzen darf, laut Koalitionsvereinbarung. Und diese Partei wird dann den Vorschlag machen. Wenn ich jetzt wiederhole, was ich 4 Jahre lang über Heiko Maas nicht nur gesagt, sondern auch gedacht habe, und ich dann die nächsten Jahre mit ihm zusammenarbeiten muss und dann Vertrauen aufbauen muss, das ist nicht besonders hilfreich. Wir werden miteinander Vertrauen aufbauen müssen. Na, er wird sich vielleicht gemerkt haben, was Sie so alles gesagt haben. Ja, das ist nicht nur für mich eine Schwelle, über die wir dann gehen müssen, für ihn sicher auch. Ich war sicher auch nicht immer nur fair zu ihm, wenn ich jetzt zurückdenke. Wir haben uns einmal am Rande vom Plenum auch nochmal unter 4 Augen gesprochen und haben darüber beraten, ob das immer fair war. Und er hat Punkte auch gemacht, wo er fand, da warst du in der Kritik nicht genau. Und es war nicht alles falsch, was er gesagt hat. Was würde Ihre Partei grundsätzlich anders machen in der Außenpolitik, wenn Sie es gestalten können? Es gibt ja 4 Bereiche, da sind wir uns ja alle einig in der Zielsetzung. Das ist, die werden sich nicht ändern, egal wer regiert. Das ist die europäische Integration, unser Beitrag zu den Vereinten Nationen. Das ist die transatlantische Partnerschaft, auch wenn sie extrem gestresst ist. Und das ist die Sicherheit Israels. Darunter aber gibt es sehr viele Differenzen. Wenn ich in einem Satz Ihre Frage beantworten darf, wir würden die Frage der europäischen Einigkeit ganz nach vorne stellen und darauf achten, auf nationale Egoismen zu verzichten, weil wir glauben, dass genau diese Stärke der Europäischen Union die zentrale Grundlage seit Jahrzehnten war und ist für Frieden und Wohlstand in Europa. Sie kennen sich wirklich gut aus in Afghanistan, waren 18 Mal im Land, sind dort rumgereist, beherrschen die Sprache, haben viele Kontakte. Hat der Westen, hat auch Deutschland im Umgang mit diesem Land versagt? Ja. Es gibt eine Reihe von riesigen Fehlern. Es gibt 3 Kategorien. Einmal 20 Jahre lang so viel investiert, so viele Menschenleben auch geopfert, muss man sagen.
und am Ende nicht geschafft, eine Sicherheitsarchitektur und eine Staatlichkeit hinzubekommen, die stabil ist und belastbar ist. Da gibt es endlos viele Fehler. Wir sollten das nicht einzeln individuell aufzählen, ich konnte jetzt ganz viel aufzählen, sondern wir brauchen eine Aufarbeitung. Alle drei Parteien, die jetzt sondieren miteinander, haben schon mal beantragt, dass es eine unabhängige Auswertung dieses Einsatzes gibt. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Das zweite ist die Frage und die Art und Weise des Abzuges. Das ist nicht zwingend ein deutsches Versagen gewesen. Die Art, wie die Amerikaner nicht kommuniziert haben, wie sie die Abläufe einfach verkürzt haben, wie sie Bock hatten, das war ziemlich verheerend. Und das dritte war die Evakuierung, wie sie nicht funktioniert hat, wie man die gescheiten Zeiten nicht genutzt hat, als es geordnet hätte saufen können. Man fragt sich ja auch, was macht der Bundesnachrichtendienst beruflich in dieser Zeit? Ganz ehrlich, ich finde das Schieben dieser Fehleinschätzung auf den Nachrichtendienst falsch. Denn ich habe selber im Juni bei der Konrad-Adenauer-Stiftung auf dem Panel gesessen und gesagt, es kollabiert alles. Nicht, weil ich ein Genie bin oder weil ich den BND gefragt habe, sondern weil die offen zugänglichen Informationen extrem deutlich waren. Ich habe gegoogelt, ich habe mit Leuten vor Ort geredet, ich habe afghanische Zeitungen gelesen. Aber wusste der BND das nicht, was Sie gegoogelt haben? Es gibt ja, wenn ich es richtig weiß, verschiedene Informationsstände, die der BND gegeben hat. Und es reicht sich nicht, hinter einem Bericht zu verstecken. Man hätte das alles wissen müssen. Und nicht die letzten zwei Wochen. Die letzten zwei Wochen waren in der Geschwindigkeit unglaublich. Auch gerade mit dem Abzug der Amerikaner, wie der von heute auf morgen war plötzlich die Botschaft weg. Und keiner hat es vorher gesehen, kommen sehen. Aber dass die Taliban auf dem Vormarsch sein würden, sehr schnell, das war absehbar. Über die jetzige Situation sagen Sie, der Umgang mit den Taliban des Westens sei zu weich. Sie sagen, man müsste mit denen wie mit Geiselnehmern reden. Andere Frage, müsste man Geiselnehmer nicht das Handwerk legen und wie könnte man das tun? Aber das können wir gerade nicht. Wir haben so viel Handlungsfähigkeit verloren in Afghanistan. Wir sind nicht gerade diejenigen, die jetzt das Heft des Handels dort in den Händen halten. Heft des Handels in den Händen halten. Die großen Kräfte jetzt in Afghanistan, die was zu sagen haben, sind nicht mehr wir. Das heißt, man muss einfach mal sich demütig dieser Tatsache stellen und überlegen, was man denn noch erreichen kann, welchen Wirkungsradius haben wir denn überhaupt noch. Und der ist nicht mehr so groß. Aber da, wo er noch existiert, da sollten wir wirklich beherzt versuchen, was zu ändern. Was aus meiner Sicht naiv ist, ist zu sagen, wir geben euch eine halbe Milliarde Entwicklungsgelder und dafür verlangen wir, dass ihr die Frauenrechte einhaltet. Weil die werden sagen, ja, machen wir, und dann machen sie es nicht. Und was dann? Aber gegen den Hunger der Menschen wollen sie ja trotzdem was tun. Der Hunger kommt mit großen Schritten. Die Erntezeit ist weggefallen, die Winterhilfe kommt nicht, die Wirtschaft kollabiert. Wie soll das gehen an den Taliban vorbei? Das geht nicht an den Taliban vorbei. Und dafür gibt es die Vereinten Nationen, die sind weiterhin vor Ort und operieren. Und die werden nicht in der Art arbeiten können, wie sie es vorher gemacht haben. Aber das ist die eine Organisation, die das Mandat hat und eigentlich auch das Netzwerk hat, um die Leute über diesen Winter zu bringen, damit sie nicht verhungern. Das geht schon, weil die sind nur unterfinanziert und personell schlecht ausgestattet. Ich habe es Ihnen am Anfang unterstellt. Wären Sie persönlich selber gerne Außenminister? Nein. Der Job ist... Ich habe zu meiner Jobbeschreibung gehören ja Hassmails. Das kriegen ja ganz viele. Das geht ja nicht nur mir so. Cem Özdemir kriegt doppelt so viel wie ich. Tarık Al-Wazir auch. Da kommen ganz viele Drohungen immer wieder rein. Ich war in meinem Leben schon ein paar Mal eingestuft, wie es heißt. Ich hatte Personenschutz. Ich musste jegliche Bewegung meines Lebens dann tatsächlich mit denen teilen. Das ist kein Spaß. Wenn man Kinder hat, wenn man eine Familie hat, die selbst permanent gucken muss, wie man sich bewegt, das ist kein wünschenswerter Lebenszustand. Und deshalb wären höhere Aufgaben und Ämter als das, was Sie jetzt haben, tatsächlich aus diesem Grund für Sie schon... Nee, das ist jetzt albern, weil wenn ich jetzt sage, ich will das auf keinen Fall und das ist... Nein, das war eine ernsthafte Nachfrage ist, ich sitze hier und der Job ist, in diesen Zeiten, wo wir nicht wissen, wo die Reise hingeht, nie irgendwas auszuschließen. Aber unter dem Strich ist die Aufgabe zurzeit eine, die wir müssen erstmal eine Regierung bilden und dann werden wir sehen, welche Jobs wie wohin fallen. Ihre Frage war, wäre ich das gerne? Die Antwort ist, die Einschränkung des Lebens und der Freiheiten ist gewaltig. Das sage ich auch vor dem Hintergrund, der Anfang war, wie fühlt man mit Laschet?
Diese Jobs sind brutal. Und bei allem, was an Disharmonie, was dort entsteht und bei allem, was die Leute sich angucken und dann Unzufriedenheit auch zum Ausdruck bringen, es sollte grundsätzlich auch gucken, ich bin echt kein Fan von Laschet, aber das Mensch. Und diese Jobs haben einen immensen Druck, den auf Menschen dann tatsächlich dann fallen. Und da muss man immer wieder auch vielleicht ein Stückchen dafür werben, dass das kein Spaß ist, dass man diese Jobs macht. Wir kommen zum Ende, lieber Herr Nuripur. Und da haben wir unser kulinarisches Highlight, die sauren Drops. Es geht so, ich beginne einen Satz. Sie müssen ihn bitte vervollständigen. Es sei denn, der Anfang des Satzes oder das Thema ist Ihnen so unangenehm, dann lassen Sie es einfach weg, greifen dafür einfach zu, okay. Sind nur sehr, sehr sauer. Sind die lecker? Sauer gibt es auch lecker. Sie können es ausprobieren. Sauer sind sie. Aber ich nehme hier, wenn ich alle, sauer. Kann ich am Ende alle mitnehmen? Sie können alle mitnehmen. Aber schauen Sie doch mal, vielleicht greifen Sie jetzt schon zu. Dass der Jürgen Trittin noch einmal verhindert, dass die Grünen an die Regierung kommen. Jürgen Trittin hat das noch nie verhindert. Wenn ich die Abschiedsrede auf Verkehrsminister Andreas Scheuer halten müsste, dann wäre mir das ein Fest. Als am Montag für kurze Zeit WhatsApp, Instagram und Facebook kaputt waren, habe ich das nicht gecheckt und wunderte mich die ganze Zeit, warum WhatsApp nicht rausgeht. Von allen Grünen geht mir am meisten auf den Senkel Der Formalismus. Der Formalismus. Personen. Ach so. Ich wollte gerade Satzungsdebatten sagen. Aber Satzungsdebatten sind schon. Nehmen Sie es mit Löffel. Danke. Der war schon. Die kleben so. Sie können auch alle nehmen. Ja, ich meine, wie soll ich denn das jetzt auseinander? Mit den Fingern. Okay, wenn ich das jetzt alles auf einmal nehme, dann habe ich dann gar keinen Joker mehr, oder was? Okay. Danke. Wenn es jetzt echt lecker ist, beantworte ich gar keine Fragen mehr. Gut. Sauer? Super. Nach den Korruptionsvorwürfen gegen den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Gang, rate ich meinen grünen Parteifreunden in Österreich? Ganz hart dafür zu werben, dass das aufgeklärt wird. Und wenn das alles eindeutig ist, dann zu überlegen, wie man da jetzt noch da drin bleiben will. In der Regierung. Ihn als Kanzler stützt. Wenn der Kanzler erwiesenermaßen korrupt ist, und die Justiz dann nach ihm greift, dann muss man Kanzler wechseln oder die Konstellation. Wenn ich mich zwischen einem Abend mit Olaf Scholz und einem Abend ohne Olaf Scholz entscheiden müsste. Wenn wir über Abend reden, dann nehme ich ohne Olaf Scholz, nicht gegen Olaf Scholz, sondern ein Abend ist dann schön, wenn ich dann Fußball gucke und zwar mit Leuten, die mit mir dieselben Gesänge. Das ist erfrischend ehrlich. Danke Ihnen für diese Ehrlichkeit. Danke Ihnen auch für das Gespräch. Behalten Sie die sauren Drops, nehmen Sie das Frankfurt-Trikot mit. Das mache ich. Dann kommen Sie demnächst nochmal wieder. Vielen Dank, Herr Nuripur. Und vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Auch in der nächsten Woche gibt es wieder ein Spitzengespräch. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Und bis bald.